Moin, mein Name ist Henrik und pünktlich zum Verkaufsstart von zwei neuen frei beweglichen Systemkniegelenken melden wir uns auch mit einem neuen Video hier aus dem FIOR und GENTZ Technologiezentrum in Lüneburg. Wir wollen diesen Verkaufsstart nutzen, um uns grundsätzlich mal mit der Thematik der frei beweglichen Versorgung auf Knieebene zu befassen. Unter anderem soll es in dem Video darum gehen, wer überhaupt frei beweglich versorgt werden kann und welche biomechanischen Funktionselemente uns hierfür zur Verfügung stehen. Viel Spaß dabei! Moin! Das Neurovario 2 und Neurovario Swing sind die beiden neuen frei beweglichen Gelenke, die wir euch heute vorstellen möchten. Welche Funktionselemente daran innovativ und neu sind, möchte ich gar nicht vorwegnehmen. Sondern ich möchte einmal ganz im Allgemeinen die Frage in den Raum stellen, welche Funktion uns aus biomechanischer Sicht im Zusammenhang mit frei beweglichen Gelenken zur Verfügung stehen. Okay, frei beweglich ist klar. Oder etwa nicht? Ist ein frei bewegliches Gelenk tatsächlich uneingeschränkt beweglich? Und was kann ein frei bewegliches Gelenk überhaupt? Üblicherweise weisen frei bewegliche Kniegelenke einen Extensionsanschlag auf. Aber warum? Neben einem Extensionsanschlag bieten frei bewegliche Gelenke natürlich seitliche Gelenkführung bei Varus- und Valgus-Instabilitäten. Frei bewegliche Orthesengelenke finden häufig Anwendung in reinen Knieorthesen. Wir möchten uns heute allerdings hauptsächlich mit der Anwendung von frei beweglichen Orthesengelenken im Zusammenhang mit KAFOs beschäftigen. Und da zum Thema seitlicher Gelenkführung nicht viel mehr zu sagen ist, schauen wir uns einmal die Grundfunktion eines Extensionsanschlages an. Also, was kann er? Der statische Extensionsanschlag limitiert die maximale Knieextension auf einen festgelegten Winkel. Biomechanisch bedeutet das, bei einem gesunden Menschen wird die Knieflexion und Extension muskulär kontrolliert. Ist die Muskelfunktion eingeschränkt, kann es zu einer Überlastung des anatomischen Bandapparates im Knie kommen. Um eine pathologische Überstreckung des Knies zu verhindern, sollte beim Bau einer KAFO ein Extensionsanschlag verwendet werden. Aus funktioneller Sicht ist für die meisten Gangphasen ein Extensionsanschlag mit einer Knieflexion von 5 Grad optimal. Weshalb FIOR und GENTZ System Kniegelenke in einer Knieflexionsstellung von 5 Grad ausgeliefert werden. Da drängt sich natürlich die Frage auf, warum ausgerechnet 5 Grad richtig sein sollen. Nun, wenn wir uns die Gangkurve eines physiologischen Gangbildes einmal ansehen, können wir erkennen, dass die maximale Kniestreckung von 5 Grad fast nie überschritten wird. Einen solchen statischen Extensionsanschlag finden wir in unseren Gelenken Neuroclassic 0, Neuroclassic und Neuroclassic H2O. Also gut, und welche Patientengruppe profitiert nun von dieser Funktion? Also im Prinzip alle Patienten, die ihren Kniewinkel nicht aktiv mittels ihrer eigenen Muskulatur kontrollieren können. Ab welchem Muskelstatus diese Maßnahmen zu treffen sind, lässt sich nicht einfach so beantworten, weil das von einem komplizierten, komplexen Zusammenspiel der unterschiedlichen Muskelgruppen abhängig ist. Zur konkreten Beantwortung dieser Frage empfehle ich die Verwendung des Orthesenkonfigurators. Weiter bieten wir Gelenke mit einem statischen Extensionsanschlag austauschbar an. Gut, austauschbar. Und wer braucht den jetzt? Zur Beantwortung dieser Frage werfen wir wieder einen Blick in die Infobox. Natürlich handelt es sich auch bei dem statischen Extensionsanschlag austauschbar einfach um einen statischen Anschlag. Mit den gleichen Funktionselementen wie der statische Anschlag, der nicht austauschbar ist. Aber den Unterschied habe ich hier einmal gelb hervorgehoben. Bei Systemgelenken mit dem statischen und austauschbaren Extensionsanschlag kann der 5 Grad Extensionsanschlag gegen einen 0, 10, 20 oder 30 Grad Extensionsanschlag ausgetauscht werden. Das kann bei gewissen pathologischen Gangbildern sinnvoll sein. Also sollte es aufgrund eines pathologisch veränderten Kniewinkels sinnvoll sein, im Nachhinein
den Kniewinkel verändern zu können, empfehle ich euch die Verwendung eines Gelenkes mit statischem Extensionsanschlag austauschbar, wie dem Neurovario Zero, Neurovario oder das Neuroactive. Kommen wir nun also zur nächsten Variante eines veränderbaren Extensionsanschlages, nämlich dem statischen Extensionsanschlag einstellbar. Auch hier schauen wir uns einmal die Idee hinter dieser Variante des statischen Extensionsanschlages in der Infobox an. Bei Systemkniegelenken mit einstellbarem Extensionsanschlag kann die voreingestellte Knieflexionsstellung von 5 Grad stufenlos auf einen Knieflexionswinkel zwischen 0 und 20 Grad verändert werden. Dies kann bei gewissen pathologischen Gangbildern sinnvoll sein. Insbesondere, wenn das Systemkniegelenk mit einem Systemknöchelgelenk kombiniert wird, das über einen stufenlos einstellbaren Dorsalanschlag verfügt, ist es sinnvoll, einen stufenlos einstellbaren Extensionsanschlag auf Knieebene zu nutzen. So kann der gesamte Orthesenaufbau schnell und einfach eingestellt und der Knieflexionswinkel optimal an die korrekte Tibia-Vorneigung angepasst werden. Und weil Bilder bekanntermaßen mehr sagen als 1000 Worte, schauen wir uns zu dieser interessanten Variante eines statischen Extensionsanschlages diese Animation an. Das Neurovario 2 ist das einzige Gelenk mit statischem, einstellbaren Extensionsanschlag. Es weist allerdings eine Plug-and-Go-Modularität auf und erlaubt einen Umbau zum Neurovario-Swing-Kniegelenk. Bleibt mir also noch, euch den dynamischen Extensionsanschlag einstellbar vorzustellen. Beim Gehen ermöglicht der dynamische Extensionsanschlag eine vollständige Kniestreckung, die für viele Patienten zwischen Mid-Stance und Terminal-Stance physiologisch ist. Die Übertragung der Anschlagsstöße auf das Patientenbein wird durch den dynamischen Extensionsanschlag gedämpft. Der Widerstand in der Extensionsrichtung lässt sich über austauschbare Federeinheiten verändern. Je nach gewählter Federeinheit liegt die maximale Bewegungsfreiheit des Federweges zwischen 3 und 9 Grad. Die Bewegungsfreiheit des Federweges vom dynamischen Extensionsanschlag lässt sich über die Bewegungslimitierungsschraube stufenlos bis 0 Grad begrenzen. Nicht nur im Gehen, sondern auch im Stehen sorgt dieser Extensionsanschlag für Dynamik beim Patienten. So kann der Patient das Knie im Stand gegen den Widerstand der Federeinheit in eine leichte Überstreckung drücken. Diese zusätzliche Bewegungsfreiheit garantiert höchstmöglichen Tragekomfort und Standsicherheit. Und auch bei dieser interessanten und innovativen Variante eines Extensionsanschlages gilt der Grundsatz, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Darum sollten wir uns auch zum dynamischen, verstellbaren Extensionsanschlag diese Animation anschauen. Viel Spaß!
Das Neurovario Swing ist also das Gelenk mit dem dynamischen Extensionsanschlag einstellbar. Und in Bezug auf die Plug-and-Go-Modularität das Gegenstück zum Neurovario 2. Um diese beiden Gelenke nochmal miteinander zu vergleichen, fasse ich die einzelnen Ausstattungsfeature nochmal zusammen. Das Neurovario 2 hat also einen stufenlos einstellbaren Extensionsanschlag zwischen 0 und 20 Grad, einen statischen Extensionsanschlag und eine Extensionsanschlagsdämpfung, eine integrierte Rückverlagerung und ist umrüstbar auf das Neurovario Swing dank Plug-and-Go-Modularität. Das Neurovario Swing hat ebenfalls einen stufenlos einstellbaren Extensionsanschlag zwischen 0 und 20 Grad. Allerdings auch einen dynamischen Extensionsanschlag mit veränderbarem Widerstand dank austauschbarer Federeinheiten. Die Bewegungsfreiheit des Federweges ist dabei einstellbar über die Bewegungslimitierungsschraube. Es hat ebenfalls eine Extensionsanschlagsdämpfung, eine integrierte Rückverlagerung und ist umrüstbar auf das Neurovario 2. Ja, ich gebe es zu. Es ist schon ziemlich viel Information und ziemlich viel Theorie für im ersten Moment einfach anmutende, frei bewegliche Gelenke. Aber lass uns noch einmal die Gangkurve unter der physiologischen Schrittabwicklung anschauen. Ihr seht eine gestrichelte Linie oberhalb und eine gestrichelte Linie unterhalb der Mittellinie. Alles zwischen diesen beiden gestrichelten Linien ist als physiologisch zu bezeichnen. Und eben diese Einstellbarkeit der Gelenke hilft uns dabei, dieser individuellen Streuung, die hier deutlich zu erkennen ist, Rechnung zu tragen und dem individuellen Gangbild eines jeden einzelnen zu versorgenden Patienten gerecht zu werden und haben somit die Chance, noch dichter an ein physiologisches und damit kraftsparendes und gesundes Gangbild für den Patienten zu kommen. Der dynamische Extensionsanschlag des Neurovario Swing Kniegelenkes erlaubt uns dabei, dem Patienten nicht nur die Vorzüge eines Extensionsanschlages zur Verfügung zu stellen, sondern gleichzeitig ein absolut physiologisches Gangbild zu realisieren. Damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig näher bringen, wie wir die Thematik der frei beweglichen Versorgung auf Knieebene handeln. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschalten würdet. Tschüss, bis zum nächsten Mal.